Hallo und herzlich willkommen bei Angedacht. Was soll ich sagen? Es ist einfach super herrlich, hier zu sitzen am 4. Advent und die Sonne scheint. Und heute Morgen bin ich mit einem Gedanken aufgewacht, den möchte ich mit euch teilen. Loslassen ist das neue Anpacken. Und ich will euch sagen, wie ich das meine. Ich glaube, eines hat uns Corona gelehrt und lehrt es uns immer wieder neu, dass wir Dinge loslassen müssen. Pläne, die wir gemacht haben, wie wir Weihnachten feiern, mit wem wir das feiern. Und so ist es uns auch gegangen, übrigens in der Kirchengemeinde und in vielen anderen Kirchengemeinden auch, dass wir ja die Pläne im Blick auf den Heiligen Abend zum Beispiel und auf das Weihnachtsfest, die Krippenspiele, die Outdoor-Gottesdienste, die Indoor-Gottesdienste, die musikalischen Gottesdienste, all das, dass wir da ganz vieles loslassen müssen. Und deswegen loslassen ist das neue Anpacken. Das ist so mein Gedanke. Und was wir angepackt haben, nachdem wir dann unsere Indoor- und Outdoor-Gottesdienste präsentisch abgesagt haben, war, dass wir gesagt haben, wir packen so kleine Tüten, Weihnachten-to-go-Tüten, und da ist dann ein Hausgottesdienst drin, ein Liederbuch und der Weihnachtsgeschichte und noch kleine andere Dinge. Und die könnt ihr abgreifen, und zwar von heute, also vom 4. Advent, bis zum Mittwoch, den 23.12., vor Heiligabend, der Tag. Und ja, das könnt ihr abgreifen bei uns an der Apostelkirche und an der Kreuzkirche. Immer zwischen 10 und 12 werden Leute da sein, die diese Tüten rausgeben. Und dann nehmt sie bitte nicht nur für euch mit, sondern nehmt sie auch mit für die Menschen in eurer Nachbarschaft. Könnt ihr einfach an die Tür hängen, habt ihr einen Haken. Könnt ihr auch noch was draufschreiben, zum Beispiel loslassen, ist das neue Anpacken. Oder irgendwas anderes, einen kleinen Gruß, und geht kreativ damit um. Das macht Spaß, und ihr schenkt Leuten eine große Freude, und das kommt zurück, das glaube ich garantiert. Und jetzt wünsche ich euch noch gute Vorbereitungen auf das Weihnachten 2020. Es wird ein stilles Weihnachten, ein stilleres auf jeden Fall, und Gottes Segen für euch, für uns alle. Tschüss. Das war Angedacht mit Rüpp, was dein Leben reicher macht. Auf bald.